Freunde, ihr habt es geschafft. Ja, ihr habt es geschafft. Im Gegensatz zu mir müsst ihr nämlich nie wieder in euer Leben eine Chemieklausur schreiben. Ich schreibe eine in 2 Wochen. Digga, was ist das? Ich habe gar keinen Bock drauf. Also natürlich habe ich Bock drauf, falls mein Chemielehrer das Video sieht. Ich liebe Chemie über alles. Aber was ich jetzt eigentlich euch sagen wollte, ist, ich hätte gerne von euch ein bisschen Rückmeldung, wie es war, wie ihr euch dabei gefühlt habt, was für Themen dran kamen. Ich habe ein bisschen im Discord mitbekommen, dass das eigentlich besser ablief, als die Leute sich das vorgestellt haben. Ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben, weil mich interessiert das tatsächlich auch. Und ihr könnt ja ein paar Tipps, ja, vielleicht ein paar Tipps über dieses Jahr, was ihr jetzt gerade so gemacht habt, dieses Abiturjahr und das Jahr davor auch. Was hättet ihr anders gemacht? Und was hättet ihr mehr gelernt? Und welche Tipps hat ihr am nicht? Ich schreibe ja noch nächstes Jahr, also ich habe noch ein Jahr leider. Und ihr könnt mir auch ein bisschen helfen. Und sagt mir bitte auch am besten, ob die Crashkurse euch geholfen haben, weil das ist mir natürlich auch sehr wichtig zu wissen. Und bald kommen ja dann nochmal Mathe, ich glaube am 7.5. in Niedersachsen und Physik irgendwann in diesem Monat. Meint ihr, ich soll dann dazu auch Crashkurse machen? Also wenn das zeitlich irgendwie passt, nur dass die Option dann offen ist. Wenn ja, schreibt das bitte in die Kommentare, tauscht euch wieder aus. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet, und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Sehr kurzes Video heute, aber ich wollte euch einfach mal gratulieren und ja, ein bisschen Feedback von euch hören. Auf Wiedersehen.